Hallo? Julia, ich wollte sie beschützen. Aber dann ist plötzlich alles aus dem Ruder gelaufen. Und je mehr ich jetzt tue, desto schlimmer wird's. Ich spiele hier einen Rechten. Und finde es alles andere als schön, rechtes Gedankengut in meine Gefühlswelt zu lassen. Also finde rein gar nichts daran schön. Aber ich glaube, dass wenn man Gutes tun will, man mit gutem Beispiel vorangehen kann. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es teilweise auch, dass man negative Gegenbeispiele hat. Und das bin ich. Julia ist in so einer Kommune mit ihrem Vater aufgewachsen, in so einem Bauwagencamp. Und schlussendlich hat sich dagegen entschieden, dort zu bleiben. Und will damit eigentlich auch nicht so viel zu tun haben, will sich total abgrenzen, will sich abgrenzen gegenüber ihrem Vater, gegenüber ihrer Herkunft. Schlussendlich ist sie gezwungen, sich wieder damit zu konfrontieren. Das bedarf, glaube ich, einer ganz großen Kraft, diese Wahrheit auch zu verkraften. Nick hat eine sehr schlimme Vergangenheit. Sein Vater ist abgehauen, seine Mutter war eine alkoholkranke Frau. Und er ist quasi mit 12 von zu Hause abgehauen und hat sich in einer Kneipe versteckt. Dort gab es andere Jungs, die er irgendwie cool fand, zu denen er einen Draht aufgebaut hat. Und das waren Hooligans aus der rechten Szene und ist somit in die rechte Szene abgerutscht und ist zu Ira in die Gruppe gekommen. Und Ira versteckt sich im Westwall und nimmt verlorene Seelen auf, gibt ihnen ein Zuhause, ist die Mama für die Kinder und bildet sie eigentlich auch zu Rechtsextremisten aus. Also ich glaube einfach, dass Ira sehr zielstrebig ist. Wenn sie was will, hält sie nichts auf. Nichts und niemand. Und dann verfolgt sie einfach ihren Plan. Seit 1990 hatten wir 208 Tötungsdelikte rechtsradikal motivierter Gewalt. Wir hören aber nur von islamistisch motiviertem Terror in den Medien. Und ich finde, dass rechter Terror total unterrepräsentiert ist in unseren Medien. Und da wir im Medium Film sind oder Serie, bin ich sozusagen Teil der Medien und kann vielleicht für ein Gleichgewicht sorgen oder kann rechtem Terror mehr Präsenz geben. Also anfangs macht es mir schon irgendwie Angst, diese Unberechenbarkeit solcher rechtsextremen Gruppen. Aber andererseits finde ich das auch wahnsinnig spannend, sich damit mehr auseinanderzusetzen, was ich jetzt durch Westwall tun konnte. Und ich frage mich halt, warum wenden sich die Menschen nach rechts? Bei meiner Recherche bin ich auf drei Begriffe gestoßen, die wirklich immer wieder sich wiederholt haben. Und das waren Gemeinschaft, Stärke und Schutz. Und das sind ja Dinge, die wir alle wollen, die sind ja total verlockend. Und gerade auch in dieser Zeit, in der wir leben, die sehr unbestimmt ist. Wir wissen nicht, was die anderen Kulturen mit unserer Kultur macht. Und dann ist es so schön einfach, sich schön zu polarisieren, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Die anderen haben Schuld an etwas, als sich einzugestehen, dass die Welt sehr, sehr bunt ist und sehr viele Schattierungen hat. Und mit einer Mehrdeutigkeit zu leben, das ist schwierig. Und das habe ich jetzt gelernt, der Begriff ist Ambiguitätstoleranz. Das finde ich sehr spannend. Was wirkt wie eine erschreckend weit entfernte Dystopie, ist wahnsinnig nah und aktuell. Ich habe, bevor ich zum Casting gegangen bin, tatsächlich erst den Roman gelesen und gar nicht die Drehbücher. Unsere Serie basiert auf dem Roman, gleichen namigen Roman, Westwall, auch von demselben Drehbuchautor. Benedikt Gollhardt, der kommt eigentlich auch aus dem Film und hat jetzt sein Debüt geschrieben und hat das aber im Hinblick darauf geschrieben, dass er das sowieso verfilmen lassen möchte. Und das merkt man auch, wenn man das liest. Das ist wahnsinnig filmisch. Und die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich ein Drehbuch lese oder ich jetzt in dem Fall ein Roman ist, habe ich Lust, mir das anzugucken als Zuschauer. Weil ansonsten muss ich mir die Frage gar nicht stellen, ob ich Lust habe, zum Casting zu gehen. Und bei Westwall ist es tatsächlich so krass gewesen, dass es so ein spannendes Buch ist. Es ist wirklich ein absoluter Page-Turner und es gibt quasi gefühlt in jedem Kapitel einen Plot-Twist und neue Dinge passieren, unerwartete Dinge passieren. Dasselbe natürlich auch in der Serie. Also ich finde unsere Cliffhanger zum Ende der Episode wirklich immer extrem krass spannend. Sodass ich erstmal das ganze Grundkonzept wirklich toll fand. Und dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, habe ich Lust, diesen speziellen Charakter zu spielen? Und Nick, in dem Fall finde ich einfach auch irre, irre interessant, weil Nick eine richtig heftige, beschissene Vergangenheit hat. Eine dunkle Vergangenheit. Und es aber geschafft hat, aus eigener Kraft da auszubrechen. Und sein größter Wunsch eigentlich ist nur, in Frieden zu leben und das Alte hinter sich zu lassen.
Und um das zu machen, muss er quasi so ein bisschen so einen Pakt mit dem Teufel eingehen. Er geht nämlich einen Deal ein mit dem Verfassungsgericht, um ihm zu helfen. Wenn er das tut, wird seine Strafakte quasi gelöscht. Und das ist sein einziges Ticket in die Freiheit. Und das finde ich total spannend. Das ist einfach eine irrsinnig spannende Grundkonstrukt, wie dieser Charakter aufgebaut ist. Na, ich habe das, was natürlich ein großes Geschenk für uns war, ist, dass die Serie auf dem Roman basiert. Und in diesem Roman gibt es einfach, ich weiß gar nicht, der war relativ dick, 600 Seiten. Und es gibt irrsinnig viele Hintergrundinformationen, die einem so gar nicht erzählt werden in der Serie. Und die helfen einem natürlich, die Backstory aufzubauen. Weil normalerweise ist es unsere Aufgabe, sowas selbst zu tun, sich zu überlegen, wo komme ich eigentlich her, was sind meine Eltern, so, damit man einfach all das, was dem Zuschauer, der Zuschauerin so explizit gar nicht gesagt wird, reimt man sich selbst zusammen, damit man einfach glaubhaft diese Person wird. Und das wurde uns alles schon gegeben. Und das heißt, ich habe mit dem Roman gearbeitet und mir aus diesem Roman meine ganzen Informationen rausgezogen. Und dann habe ich mich natürlich auch etwas über den Westwall informiert. Also der Westwall als quasi Schauplatz, als Titel unserer Serie, aber auch als Schauplatz. Die westliche Verteidigungsanlage Deutschland, so eine Bunkergrenze quasi, die gezogen wurde, damit die Deutschen problemlos, ungestört in den Osten vorankommen, ohne die Alliierten im Rücken zu haben aus dem Westen. Und diese Bunker gibt es auch heutzutage noch. Also es gab ganz viele Drachenzähne, das waren so quasi so riesige Stein-Betonklötze, damit da die Panzer nicht vorfahren konnten. Und die befinden sich heutzutage tatsächlich so eingebettet in Schrebergärten. Und wir selbst haben natürlich gar nicht in der Eifel gedreht, sondern in Polen, in Krakau. Und unsere Bunker wurden gebaut und waren aus Styropor, aber sehen sie echt aus. Genau, und das zum einen zu dem quasi Kontext. Und dann, das Entscheidende war, dass ich immer einen Weg suche, wie ich meinem Charakter näher kommen kann. Und in diesem Fall ist Nick Motorradfahrer und ich habe einen Motorradführerschein gemacht für die Serie, um quasi einmal die Liebe zu entdecken fürs Motorradfahren und auch um einfach vor der Kamera Motorrad fahren zu können. Und habe so gehofft, dass ich mich Nick annähern kann. Das war wirklich eine total tolle Zusammenarbeit. Ich fange mal an mit Emma. Emma Bading, finde ich, ist eine großartige Kollegin und Schauspielerin. Und ich finde, die besticht mit ihrer absoluten Natürlichkeit. Und das habe ich schon in den ersten Textproben gemerkt, dass sie einfach einen Dialog nicht so vorliest, wie er auf dem Zettel steht, sondern da sofort Leben reinbringt. Und das alles einfach irrsinnig authentisch und spontan kommt bei ihr. Und es war eine tolle Zusammenarbeit mit Emma. Die ist wirklich geladen von Emotionen und wir haben irgendwie gut connected. Und David ist auf der anderen Seite natürlich ein wahnsinnig gestandener, erfahrener Schauspieler. Und ich habe vorher mit David noch nie zusammengearbeitet und freue mich immer wieder, wenn ich dann mit wirklich bekannten, erfahrenen SchauspielerInnen arbeiten darf. Und so war es mit David als auch mit Janet Hein. Ne? Nur hatte ich mit ihr jetzt, obwohl das so wichtig ist, in der Story gar nicht so viel zu tun. Und David kannte ich schon, weil David und ich in einem Alter sind und wir einfach uns so auf Events und Veranstaltungen sehen und auch einen gleichen Kern haben in Hamburg. Und mit David war das auch so cool, weil ich das bei David total geil finde, dass der sich einfach traut, mit seinem Charakter irgendwie voll ins kalte, tiefe Wasser zu springen und da einfach was auszuprobieren. Und David und ich haben viel darüber geredet, dass in Deutschland oftmals einfach so auf Nummer sicher gegangen wird und dass es aber so geil ist, dass wir uns das ja an amerikanischen Produktionen so gefällt, dass die Leute sich da einfach mal trauen, Charaktere zu erschaffen. Und das hat David tatsächlich geschafft und das hat mich sehr gefreut, dass ich das jetzt auch am Ende, als ich das alles gesehen habe, so wahrgenommen habe. Die größte Herausforderung für mich bei Westwall waren zum einen diese Vorproduktion mit irgendwie, ich mache einen Motorradführerschein, obwohl das war eher eine spaßige Herausforderung. Es waren schon harte Bedingungen insofern, aber gleichzeitig war das auch genial, dass wir, glaube ich, fast 2 Monate nur im Wald gedreht haben. Wir haben einfach so die sauberste Luft geatmet, die man sich vorstellen kann. Aber dementsprechend war es natürlich nass, es war kalt, ja, es war jetzt irgendwie kein Etepetete-Dreh, sondern da ging es schon ums Eingemachte. Dann finde ich auch immer mega geil, aber dann haben wir mit Explosionen gearbeitet und
weiß nicht, dann macht man das einmal. Ich weiß noch, wie doll mein Herz da raste davor, weil jeder hat irgendwie, das ganze Team hat so riesige Kopfhörer auf. Und wir, die einfach direkt neben der Explosion sind, bekommen so In-Ear-Ohrplugs, damit es einfach nicht so laut ist. Und dann heißt es, okay, und bei 3 explodiert die Scheibe neben dir und du musst dich dann so auf den Boden schmeißen. Und ich finde es so geil, dass wir dafür keine Stuntmänner und Frauen bekommen haben. Aber davor ging mir schon richtig, davor ging mir richtig die Pumpe. Genau, sowas. Das war schon cool. Eure Mütter wollten euch nicht, eure Väter wollten euch nicht, das System will euch nicht, das hat euch einfach ausgespuckt. Auf die Straße, in den Dreck. Weil die lieber afrikanischen Schmarotzern Wohnungen geben als euch. Wir holen uns unser Land zurück. Komme, was wolle. Wir schaffen einen neuen Staat. Paragraph 1, wir sind eine Familie, da hält man zusammen. Nächste. Das steht in keinem Buch, das steht hier. In der Familie gibt es keine Geheimnisse. Du musst dir Vertrauen gewinnen. Ich bin Nick. Julia. Was war's mit dem Nazi? Du bist Bulle, der hat dich gezielt angemacht, Mensch. Ich bin raus. Bist nicht raus. Es gibt eine Schülerin bei mir, die hat irgendwas Dunkles in sich. Und die man nicht möchte, dass es rauskommt. Bitte, lass uns einfach abhauen, bitte! Du wirst Julia nie wiedersehen. Ich hab solche Angst. Du hast dich schon immer zu schnell verliebt, bitte. Vertrau mir. Ich bin enttäuscht, weil sie die Familie hintergangen haben. Das bist nicht du.